Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu Minecraft Hardcore, die Insel. Und jetzt ist auch wieder das drin, was draufsteht, denn wir sind ja zurückgekommen auf unsere schöne Insel. Ich habe euch aber schon versprochen, das wird so nicht lange bleiben. Ich stand jetzt hier so gefühlt eine Dreiviertelstunde herum und habe einmal abgeerntet und werde es jetzt nochmal tun. Mein Inventar habe ich schon aufgeräumt, denn wir werden auf große Fahrt gehen. Diesmal in eine andere Richtung. Jetzt ernten wir noch einmal das Feld ab. Neupflanzen können wir uns jetzt schenken, denn ich habe nicht vor, hierher zurückzukehren. Wir wollen es jetzt ja endlich mal wissen mit den Diamanten. Tot oder lebendig, sozusagen. Wir starten die große Reise aber erst am nächsten Morgen, denn nachts ist es ja hier gefährlich, das wissen wir ja inzwischen zur Genüge. Und deswegen nochmal kurz, gute Nacht. Und guten Morgen, denn manchmal ist ja so eine Nacht ganz schön schnell vorbei. Schauen mal, auch ein Zombie im Kettenhemd steht im Wasser. Falls jemand Interesse hat, bitte in die Kommentare. Und jetzt verlieren wir auch gar nicht viele Worte, sondern lassen Taten folgen. Sagen mal hier, tschüss Schwein, tschüss Kuh, tschüss Schaf. Und ab geht's. Ich schau mal, wie lange das jetzt hier dauert, bis wir Land finden. Wenn es zu lange dauert, mache ich genau an dieser Stelle einen Cut. Deswegen habe ich jetzt auch mal kurz geschwiegen, im Fall ich den Cut machen musste. Das weiß ich noch nicht. Dann wäre jetzt alles ziemlich sinnlos, was ich erzähle. Das ist mir noch zu nah hier, diese Insel. Denn ich möchte ja nicht das bekannte Höhlensystem wieder anbuddeln. Wir wollen weiter hinaus. Hinterm Horizont geht's weiter. Hat ja mal jemand gesungen. Hier eine große Wüstenanlage. Naja. Da könnte man ja eigentlich mal an Land gehen. So. Solange wir noch Tag haben, können wir auch hier rumlaufen. Und suchen uns dann eine geeignete Stelle, wo wir wieder unter Tage gehen. Das hier sieht auch sehr interessant aus, was die Natur hier geschaffen hat. Schaffen wir uns gerade mal einen Überblick. Ja, hier ist schon einiges an Gelände. Uhaha. Das hätte ich noch. Ich habe es doch von der anderen Seite gesehen. Naja. Kleiner Schreckmoment, aber gehört auch mal dazu. So. Wir rennen mal todesmutig am Kaktus vorbei. Und schauen mal, wie groß das hier so ist. Oha. Das sieht natürlich mal richtig verschärft aus. Ich weiß nicht, ist das auch Sand dabei, der schwebt? Nee, ist kein schwebender Sand. Das ist tatsächlich alles Sandstein. Wäre das jetzt Sand, Leute, das geht nämlich auch bei einer Welt, die noch nicht berührt wurde. Müsste man nur einen Block anfassen, dann würde alles runterfallen. Aber das hier ist ja tatsächlich Sandstein. Da fällt nichts runter.
Aber aussehen tut es schon irgendwie bizarr. Na, klimmen wir mal noch diesen Hügel hier. Ich hatte ja gehofft, vielleicht noch einen Wüstentempel vorher mitnehmen zu können, bevor wir wieder verschwinden, denn dieses Mal wollte ich ja erst wieder auftauchen, wenn es Diamanten gibt. Auf jeden Fall ist diese Wüste ganz schön riesig. Und hat tiefe Löcher. Boah, das ist echt ein ganz schöner Kontinent, der hier noch dranhängt. Wir müssen natürlich auch ein bisschen die Uhr im Auge behalten, denn wir sind ja jetzt vollkommen schutzlos und schlafen können wir ja ab sofort auch nicht mehr. Denn Schlafen ist ja nur auf der Insel erlaubt und deswegen habe ich mir auch gar kein Bett mitgenommen. Wir müssen jetzt die Nächte durchmachen. Aber hier der Minecraft-Fritze, der ist ja hart im Nehmen. Das stört ihn nicht. Der ist noch jung. Der kann das. Langsam sollten wir aber mal eine Stelle finden, wo wir dann anfangen. Ich halte aber trotzdem noch mal Ausschau, ob es irgendwas Interessantes zu sehen gibt. Aber ganz offensichtlich, außer dass wir gleich verhungern. Wir sind jetzt zu viel gerannt und gesprungen. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass hier irgendwas Grünes ist, weil dann hätten wir wenigstens noch ein paar Tiere mitnehmen können, so als Nahrungsquelle. Die ist halt in der Wüste ein bisschen schwierig. Ja, was meint ihr denn? Wo sollen wir uns reinbuddeln? Ich meine, die Antwort bringt mir jetzt zwar nichts, aber ich dachte, ich frage wenigstens mal der Höflichkeit halber. So angefangene Höhlen gibt es leider eher seltener in der Wüste, weil die ja immer einstürzen würden mit Sand. Aber manchmal wenigstens so Löcher. So, jetzt gucken wir noch ein letztes Mal, ob wir was finden. Aber das sieht leider schlecht aus. Aber ich hatte jetzt auch so viel Glück, was ich alles schon gefunden habe. Festungsanlagen und Endportale und was weiß ich alles. Kann man ja jetzt auch nicht erwarten, dass immer was kommt. Hier ist die Welt dann auch vorbei. Und dann würde ich sagen, dann geht's abwärts. Ich baue mir jetzt hier auch erst gar kein Haus hin. Würde ja nicht viel bringen. Sondern gehe jetzt gleich in die Vollen. Ach, das war's schon. Da ist schon die Steinschicht. Und ja, ich weiß, die letzte Folge war wieder verdammt dunkel. Ihr müsst mir echt glauben, dass das am Monitor überhaupt nicht so dunkel für mich ist, wie es dann offensichtlich für euch ist. Ich bin halt nur sparsam mit Fackeln. Grundsätzlich immer. Sind ja kostbar. So, ich grab mich jetzt hier runter, bis wir auf, ja, Grundgestein treffen. So ist jedenfalls der Plan. Oder irgendeine Höhle. Oder die nächste Festung. Oder was auch immer. Wir gucken mal. So, ich höre es schon röcheln. Also irgendwas gibt es hier auf jeden Fall. Das kann ich euch schon mal versprechen. Wir haben auch alles dabei, um uns neue Werkzeuge zu machen und so. Also daran scheitert es nicht. Beziehungsweise es soll ja überhaupt nicht scheitern. Die Hacke ist hinüber. Dann nehmen wir die nächste.
mal Erde. Ich könnte ja auch mal wieder so eine Kurve hier reinlegen. Dann ist es spannender, nicht ganz so eintönig. Ich meine, irgendwo ist ja auf jeden Fall was. Also, es gibt eigentlich kaum Gebiete in Minecraft, die komplett zugeblockt sind. Ihr hört auch schon den Höhlensound. Könnt ihr mal in die Seiten buddeln. Gut, in die brauchen wir nicht. Daneben haben wir uns ja gerade runtergebuddelt. Nach oben buddel ich nicht gerne. Also hier ist irgendwo irgendwas. Kommen wir jetzt nur noch nicht ran. Ja, ich weiß, dunkel und so, ne? Ja. Falls es übrigens jemanden interessiert, wir sind jetzt am Tag 28. Bei mir stimmt ja die Folgennummerierung nicht mit den Tagen überein, da ich ja meistens nur halbe Tage spiele und auch am Anfang immer nachts geschlafen habe. Also fast ein Minecraft-Monat. Hängen wir jetzt schon hier rum. So, alle Erze, abseits von Diamanten, lasse ich auch links liegen. Ich habe sowieso welche dabei für den Notfall. Nur Kohle können wir mitnehmen. Sag ich und find sie. Interesting. Ja, ich gebe zu, spannungsgeladen ist das nicht und ich hatte eigentlich gedacht, dass ich schon viel früher irgendwas treffe. Aber hier ist es offensichtlich gerade doch etwas massiver. Naja, dank der Eisenhacken dauert es ja zum Glück nicht ganz so lange, bis wir unten sind. Jetzt sind wir schon auf Redstone-Niveau. Das heißt, wir sind durchaus schon ziemlich tief. Ich könnte ja auch nachgucken, aber mache ich jetzt mal nicht. So, und da haben wir auch Endgestein. Oder Grundgestein ist es ja. Ja, und jetzt können wir uns von hier aus überlegen, ob wir mal in die Richtung buddeln. Oder in diese hier. Oder geradeaus. Möglichkeiten haben wir jetzt genug. Jetzt werden wir schon mit Fackeln hin. So. Das war blöd. So. Besser. Ja, jetzt haben wir die freie Wahl. Links, rechts, geradeaus. Und ich denke mal, wir fangen an rechts. Mit der Fackel. Das ist eine tolle Idee. So, wir gehen hier vielleicht eins höher, weil diesen Grundstein können wir nicht abbauen. Das geht nicht. Ist auch besser so, denn unten drunter ist das Loch in die unendliche Tiefe. Und in unendliche Tiefen, da sollte man nicht reinfallen. Kennt man ja als altes Sprichwort. Ach ja, Lava. Ich hätte vielleicht mal Stein in die Hand nehmen sollen. Ist effektiver als Erde und Sand und Holz. Das ist auch noch so mehrstöckige Lava. Okay, das schenken wir uns erstmal. Können wir uns ja später nochmal mit beschäftigen, wenn wir wollen.
Dann machen wir mal eine Probebohrung in die Richtung. Gut, da gehe ich dann jetzt auch eins hoch. Ups. Ja, ich bin jetzt so ein bisschen zwiegespalten. Also wollen wir das jetzt folgenlang machen? Also dann würde ich euch ja fast auffordern, bitte guckt nicht mehr. Muss doch mal irgendwo was sein. Mann. Naja. Gut. Ich überlege mir mal irgendwas Schlaues, wie wir dieses Problem jetzt lösen. Und bis dahin sage ich, macht's gut und bis zum nächsten Mal.